Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pickups hier bei Telekonga. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich weiß, es ist schon einige Monate her. Die letzten Pickups waren von August, genau von August. Und ja, es wird echt Zeit. Aktuell haben wir Anfang Dezember. Und ja, ich hatte einfach die letzten Monate, Wochen kaum Zeit gefunden, ein Video aufzunehmen. Das ist sehr schade. Und es ist leider immer noch eine recht stressige Zeit aktuell. Meine Frau und ich ziehen um und das Ganze wird noch dieses Jahr über die Bühne gehen, wenn alles gut geht, noch vor Weihnachten. Und ja, da muss natürlich vieles zusammengeräumt werden, viel gepackt werden, viel getan werden. Und ja, da fehlt einfach die Zeit. Und jetzt habe ich mir aber mal hier ein bisschen Zeit genommen und dass wir zumindest nochmal über die Pickups September, Oktober sprechen können. Die fasse ich diesmal zusammen. Im Oktober kam relativ wenig rein und da dachte ich, komm, packen wir beide in eine Pickups-Folge rein. Das gab es ja schon mal ganz am Anfang. Die erste Pickups-Folge waren auch zwei Monate kombiniert. Manchmal bietet sich das an und so denke ich, kriegen wir ein schönes Gesamtpaket. Ich habe natürlich gesagt, vieles ist schon weggepackt. Natürlich auch schon große Teile der Sammlung habe ich jetzt schon nach und nach in Kartons gepackt und verstaut. Es muss ja dann am Tag X schnell gehen. Und ja, deshalb kann ich jetzt auch gar nicht mal so viel hier live in die Kamera halten. Aber das Ganze, ihr wisst ja, es wird alles eingeblendet. Ihr seht, um was es geht. Von daher sei an dieser Stelle das Ganze verziehen. Ja, ich krieg's leider nicht mehr anders hin für diese Folge. Und es wird dann auch für dieses Jahr die letzte Pickups-Folge sein. Mit Dezember oder mit November, Dezember geht es dann im nächsten Jahr weiter. Und dann bin ich mir sicher, irgendwann hole ich das wieder auf. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen aktueller mit den Pickups. Ne? Das erstmal vorab so als Erklärung. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich. Und ein bisschen was haben wir da. Legen wir also los. Viel Spaß mit der neuen Folge. So, beginnen würde ich gerne mit Sachen aus dem My Nintendo Store. Es kamen insgesamt drei Sachen rein. Zum einen, ich muss gerade mal hier schauen, habe natürlich alles jetzt hier auf der Liste stehen, einfach um ein bisschen den Überblick zu behalten. Und das erste, was kam, ist die Switch-Hülle. Hier, diese Switch-Hülle konnte man sich klicken für ein paar Platinum-Punkte und den üblichen 4 Euro Versandkosten. Natürlich auch nur wieder per Kreditkarte kann man das Ganze kaufen. Ja, diese Universal-Hülle, wo man mehrere Spiele reinpacken kann, schönes kleines Sammlerstück, nicht mehr, nicht weniger. Des Weiteren gab es da noch zu No More Heroes 3 dieses Poster-Set, Mini-Poster-Set. Diesmal hatte ich auch Glück, alle Poster waren einwandfrei. Ja, schöne Motive, habe ich aber gleich wieder verpackt. Ist auch so ein kleines reines Sammler-Goodie. Ne? Und zu guter Letzt gab es da noch hier diesen Zelda-Handy-Stecker. Das Ganze im Design vom Hyrule-Schild hat auch wieder die 4 Euro gekostet, Versandkosten. Und ja, auch ein kleines Sammler-Goodie. Nicht mehr, nicht weniger, so ist es. Und ja, wäre cool, dass es wirklich immer regelmäßig solche kleinen Sachen gibt, die man sich da klicken kann. Kann man machen, ne? Kann man machen. Aber PayPal fehlt immer noch. Hatten wir ja schon das Thema. So, und das war's auch schon mit den My Nintendo Store Sachen. Würde ich sagen, machen wir weiter hier mit ein paar Switch-Spielen. Da kam ein bisschen was rein im September. Und Moment, das ist Oktober, das kommt nebenhin. Der Rest, ja, das können wir auf jeden Fall hier im September lassen. Eine schöne bunte Mischung kam da. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Titel an von Super Rare Games. Es ist hier verdeckt von der Karte. Ich muss das gerade mal hier rausholen. Die Rede ist von Littlewood. Ja, das ist ein kleines Aufbauspiel, wird verglichen mit Stardew Valley. Mag ich sehr gerne, ja, die Art von Spiel. Und wollte ich in der Sammlung haben, bleibt auch versiegelt. Vielleicht klicke ich es mir mal digital für ein paar Euro. Mal gucken, ist auf jeden Fall vom Grafikstil ein bisschen einfacher gehalten als Stardew Valley. Man muss irgendwie ein ganzes Dorf wieder aufbauen, Sachen sammeln, Ressourcen sammeln und Sachen aufbauen. Ja, hab Gutes drüber gehört und hat mir gefallen. Deshalb habe ich es auch bei Super Rare Games geklickt. Und ja, auch immer schön hier der Super, fällt es hier raus, der Kleber, den sie vorne immer drauf machen, auch schön im Design des Spiels. Ist auch hübsch gemacht. So, jetzt die Karte wieder rein.
Littlewood. Das Ganze hat dann 55 Euro hat es dann gekostet. Ist natürlich ein happischer Preis. Ne? Jo, aber muss man leider aktuell, ne, mit Brexit und so, muss man leider löschen. Und dann ein Spiel, was ich schon als ja, Sammler-Edition hatte. Bei NIS America hatte ich das damals bestellt und die haben dann auch nochmal hier so eine Standard-Edition rausgebracht. Die Rede ist von Destiny Connect TikTok Travelers. Ja? Sehr schöne Veröffentlichung. Das Ganze hat 5 Euro bei Amazon gekostet. 5 Euro. Haben die das rausgehauen, da dachte ich, okay, jetzt nimmst du da nochmal die Standard-Edition mit. Und ja, ist ein Adventure, schönes 3D-Adventure. Wird eine Stadt, steht plötzlich, die Zeit steht still, Roboter attackieren die Stadt und man muss dann gemeinsam mit seinen Freunden und einem Roboter auf ja, Abenteuer gehen und ja, ein klassisches Adventure. Die Veröffentlichung ist sehr, sehr schön, die ist gelungen. Wir haben hier ein schönes farbiges Inlay. Dazu noch ein Poster und noch solche Buttons mit bei. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Schöne Veröffentlichung und hey, für 5 Euro, also da habe ich gedacht, nimmst es nochmal mit. Und ja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich da gerne mal reinspielen. Naja, ich lege es mal auf den etwas hohen Stapel der Schande, der ungespielten Spiele, der immer weiter wächst. Ihr kennt das. So, und dann für 29 Euro habe ich mir dann endlich mal Dark Souls Remastered geholt. Muss ich gar nicht viel sagen, ist ja ein bockschweres Spiel. Action-Abenteuerspiel, sehr herausfordernd. Im Grunde cooles Setting, so mit der Landschaft und mit dem Ritter. Und ich bin aber nicht so ganz vertraut mit der Serie. Und ich werde es auch nicht spielen, das ist für mich ein reiner Sammelgegenstand, ist ja auch von Nintendo gepublished, ist auch die Nintendo-Banderole drum und deshalb habe ich gedacht, muss es natürlich auch in die Nintendo-Sammlung, ja, und so lasse ich es dann auch hier versiegelt und ja, aber 29 Euro fand ich ein fairer Preis. Ich glaube, es war am Anfang ein bisschen teurer und das gab es auch schon mal zwischendurch bestimmt ein bisschen günstiger. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Dark Souls-Fans und ist bestimmt ein großartiges Spiel. Ich habe auch schon ein paar Szenen davon gesehen und auch Let's Plays sind da sehr unterhaltsam. Aber mir ist das ein bisschen zu aufregend und schwer, glaube ich, insgesamt. Ja. Ja, und dann kommen wir zu einer Serie, die ein bisschen ja, verrucht ist oder ja, frivol, ja, weiß nicht. Wie soll man sagen, ist ein Clicky-Pointy-Adventure und ja, der alten Schule und hat 25 Euro gekostet. Die Rede ist von Leisure Suit Larry, Wet Dreams Try Twice. Ja, ist schon der zweite Teil, den es, soweit ich weiß, für die Switch gibt. Und ich dachte, wenn du das Spiel mal spielst, wenn du in die Reihe mal einsteigen willst, dann machst du das doch auf der Switch. Und deshalb nimmst du den Teil mal mit, jetzt wo er so günstig ist. Bin ich mal gespannt, auch hier wieder so die Sache, wenn ich mal Zeit finde, würde ich es gerne mal spielen. Und so reizt es dann auch zu Destiny Connect und den ganzen anderen Spielen erstmal auf den Stapel, ne, der ungespielten Spiele. Insgesamt eine schöne Veröffentlichung hier, schönes Inlay-Cover. Leider keine sonstigen Goodies, aber hey, immerhin farbig innen drin. Ja, das ist schon mal ein kleiner Pluspunkt. Ne? Den nächsten Titel habe ich mich sehr gefreut und ich habe auch keine Sekunde gezögert. Und wie das dann rauskam, ich glaube, das war innerhalb von kürzester Zeit, war es dann auch schon um 5 Euro reduziert. Ich bin dann in den Markt gefahren, ich weiß gar nicht, Mediamarkt war es, glaube ich, und habe in den Regalen geguckt und dachte, da muss es doch irgendwo sein, ich nehme es direkt mit. Gab es irgendwie so eine Gutscheinaktion, irgendein paar Prozente gab es und da habe ich gedacht, komm, überlegst du gar nicht lang, du bist heiß auf das Spiel und auch in Anlehnung ans N64, ja, wisst ihr schon, um was es geht? Hier, darum geht's, Cruise and Blast, eine Arcade-Umsetzung, ja, für Nintendo Switch. Gab es ja drei Teile, ich glaube zwei bei uns und drei Teile noch, einen dritten Teil noch in Amerika, fürs N64, ja, Arcade Racer. Und das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf hier. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Titel, ist leider vom Umfang her sehr überschaubar
Und aber so nach einer gewissen Eingewöhnung, dann ist das, dann spielt sich das wie Butter und das macht einfach so viel Spaß und die Musik ist gut und was auf den Strecken abgeht, das ist sehr, sehr unterhaltsam, ja, richtiges Action-Kino und hat sich gelohnt, das Geld. Ich glaube, ich muss gerade mal gucken. Ich habe da fast Vollpreis für 40 Euro kam es ja auf den Markt. Für 36 habe ich es dann mitgenommen. Habt ihr bestimmt auch gespielt? Wenn nicht, und wenn ihr mit sowas was anfangen könnt, mit so Razern, Arcade-Razern, unbedingt mal reinschauen. Ich muss fast sagen, ich hatte damit, vielleicht steinigen mich jetzt manche, aber ich fand es wirklich sehr unterhaltsam und so im direkten Vergleich mit den N64-Teilen gefällt mir das jetzt schon sehr gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, tolles Spiel, ich glaube so knapp über 5 Stunden habe ich gebraucht und habe mal alles gesehen und freigespielt. Man kann dann die Fahrzeuge, die skurrilsten Fahrzeuge, es gibt einen Triceratops, es gibt einen Hai mit Laserkanonen, ja, um nur mal 2 zu nennen und es gibt noch viele weitere Fahrzeuge. Also macht eine Menge Spaß, das Spiel nimmt sich in keiner Sekunde ernst und große Klasse. Ja, hat mich super unterhalten und die Musik ist spitze und ja. So, und dann gab es noch einiges von Limited Run Games, ja. Dinge, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe. Ihr wisst ja, ich habe die Bestellungen dort immer so ein bisschen reduziert, ja, aber dennoch war vieles so auf der Warteliste und was schon lange bestellt war. Ja, und da kam so nach und nach wieder ein bisschen was an. Und so dann auch hier dieses schöne kleine Spiel. Ein herzergreifendes Spiel, ja, in schöner 16-Bit, ich sag jetzt einfach mal Super Nintendo-Grafik. Die Rede ist von To the Moon, ja. Muss ich noch spielen, ich habe bisher nur drüber gelesen und ein paar Clips gesehen. Coyote hat es, glaube ich, gespielt, ja, und er war auch total begeistert. Und ja, da dachte ich, holst du dir zumindest mal die Standardversion davon. Es gab da noch eine Sammlerausgabe, Collector's Edition. Ja, die muss es aber in meinen Augen jetzt nicht sein, deshalb habe ich hierfür... lasst mich lügen, $30 die Standard-Edition geholt und ja, die lasse ich jetzt erstmal noch zu. Ihr wisst ja, ist ja so, Limited Run ist ja so eine Sammlersache und das kann man sich auch mal digital vielleicht günstig klicken. Auf jeden Fall ein sehr herzerwärmendes Spiel soll es sein, herzergreifend, herzerwärmend, wie auch immer. Es hat was mit Herz zu tun und ja, vielleicht verdrückt man auch mal ein Tränchen. Ne? So, und dann kommen wir zum Päckchen, da waren insgesamt 3 Spiele drin. Also, zum einen das Spiel, das habe ich noch hier, Kunai, ja, ein Action-Spiel, man hüpft und ballert sich durch 2D-Welten, man kann da wie so ja, mit seinen Wurfhaken so an den Wänden entlang schwingen und ja, sehr schnelles Spiel, sehr actionlastig. Schöner kleiner Titel in meinen Augen, wollte ich dann Retail in der Sammlung haben. Ich sehe gerade, ich habe hier schon so einen Druckverschlussbeutel drum gemacht, habe mir mal welche bestellt, um zu schauen, ob man da die Switch-Hüllen mit schützen kann. Also nicht wundern, warum das hier drum ist. Dazu gab es da noch, was ich jetzt nicht hier habe, Star Wars Episode 1 Razor, ja, und dann noch Return of the Obra Dinn, ja, in einer Limited Edition. Und das Ganze war recht mysteriös. Ja, es ist so. Das wurde versendet, heimlich, still und leise. Ich habe keine Versandbenachrichtigung bekommen und irgendwann habe ich durch Zufall entdeckt, das Päckchen ist auf dem Weg. Okay. Und dann kriegt man da so eine DHL E-Commerce Sendungsverfolgungsnummer und ich klicke da drauf und da steht halt so, ja, Tag für Tag auf dem Weg, ne, auf Deutsch übersetzt. Auf dem Weg. Jeden Tag hat sich das aktualisiert. Immer wenn ich reingeschaut habe, es war auf dem Weg. Und irgendwann gucke ich rein und es heißt, die Sendungsnummer gibt es nicht. Dachte ich, okay. Dann stand da sowas wie, DHL hat gerade Probleme, also nicht wundern, wenn eine Nummer nicht angezeigt wird, blablabla. Dachte ich, okay, ist wahrscheinlich irgendeine Störung, weil DHL wird bestimmt bald da sein. Ja, die Wochen gingen so ins Land und es kam natürlich nichts und es hat sich auch nicht mehr geupdatet, die Nummer. Und obwohl ja, ich bin ja da manchmal übervorsichtig und habe einen Screenshot gemacht vorher von dieser Sendungsnummer, einfach damit ich da den Überblick behalte und
habe dann bei DHL das Ganze natürlich in Recherche gegeben. Ja, habe gesagt, hier das Päckchen, ich habe es verfolgt, es war jeden Tag, stand da auf dem Weg und plötzlich heißt, die Nummer ist gar nicht mehr verfügbar, was ist da los? Und ich habe recherchieren lassen und machen lassen und das Päckchen war definitiv verloren. Es ist weg. Ja, die Nummer hat es, die muss es gegeben haben, weil mir wurde erklärt, es sind fortlaufende Nummern. Da wird ja nicht plötzlich eine übersprungen. Die Nummer muss es mal gegeben haben, aber keiner weiß, wohin sie verschwunden ist. Sie war weg. Ich gehe davon aus, jemand hat es einfach sich eingesäckelt und hat jetzt damit viel Spaß und spielt die Sachen irgendwo. Ich habe dann auf jeden Fall reklamiert und habe denen alles durchgegeben. Die haben dann natürlich gleich gesehen, okay, das Päckchen ist definitiv weg. Jetzt ist es halt nur ärgerlich, weil Oprah Din war limitiert auf 1000 Stück für Nintendo Switch. Und das wollte ich unbedingt haben. Das war eine sehr schöne Edition. Ich blende es auch gleich mal ein. Wie so ein altes Buch sieht das aus. Und ja, sie haben gesagt, sie schauen mal nach, ob sie noch eins im Lager haben. Und so war es dann auch. Zu meinem Glück, sie hatten noch eins. Warum auch immer, sie hatten noch eins vorrätig. Das habe ich bekommen. Sie haben also ein weiteres Paket versandbereit gemacht und haben es losgeschickt. Und da war dann halt hier Kunai drin. Return of the Oprah Din in der schönen Collector's Edition. Und zu meiner Überraschung, Star Wars, der Star Wars Razer Episode 1 Razer, aber nicht in der 30 Dollar Standardvariante, wie ich sie bestellt hatte, sondern in einer 90 Dollar schweren Limited Edition, die auf 2000 Stück limitiert war. Ich war total baff. Ja, ich dachte, was ist denn hier los? Habe ich das damals wirklich so bestellt und habe dann verglichen? Nein, ich habe tatsächlich die Standard-Edition geklickt und ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so eine Art Entschädigung war oder ob es einfach ein Versehen war. Ich habe mich mega gefreut natürlich, ja. Und ja, so habe ich praktisch fürs gleiche Geld die schöne Collector's Edition hier bekommen mit allerlei Inhalt. Ich blende es natürlich hier in den Bildern ein, ihr seht, was drin ist. Es war also erst eine sehr tragische Geschichte und ich dachte, die Oprah Din ist für immer versunken. Und am Ende, packen sie mir noch eine Star Wars Limited Edition obendrauf. Schöne Sache, hat mich sehr gefreut. Und ich muss auch sagen, der Limited Run Games Service, Kundenservice, wenn ich denn mal mit ihm zu tun hatte, konnte mir bisher immer weiterhelfen. Da gibt es auch andere Berichte. Ich weiß, es gibt manchmal Schwierigkeiten, aber bei mir hat es toi 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 bisher immer sich zum Guten gewandt und kann da jetzt nicht klagen. Was soll ich sagen? Also Star Wars Episode 1 Razer habe ich hoch und runter gespielt auf der Switch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, tolles Spiel. Deshalb wollte ich es auch nochmal hier als Retail-Version haben. Und Oprah Din, das ist dieser einzigartige Stil in diesem Schwarz-Weiß, wo man als Detektiv praktisch auf dieses Schiff geht, auf dieses Geisterschiff und muss halt herausfinden, was dort passiert ist. Also so eine richtige kleine Geisterschiff, Mystery-Spiel, mag ich total gerne, hat mich auch so ein bisschen an The Fog erinnert und andere Vertreter dieses Genres und es hat alles am Ende geklappt und ich bin sehr froh drum. Also vielen Dank an Limited Run Games, ja, dass das so schön gelöst wurde, das Ganze. Ja, ich habe gerade beschlossen, die ganzen Merchandising-Sachen, die packe ich am Ende des Videos so ein bisschen zusammen in ein bisschen einen schnelleren Durchlauf. Wir gehen jetzt wirklich mal mehr auf die Spiele ein, die so kamen und wir sind jetzt bei Oktober angekommen und da habe ich mir dann noch für 20 Euro, ich glaube von Amazon war das, Blue Fire geklickt. Nicht wundern, auch hier habe ich schon wieder diesen Druckverschlussbeutel drum. Manchmal passen die, manchmal nicht, also muss man da schauen. Gibt es bestimmt irgendwann mal eine etwas bessere Lösung, um seine Switch-Spiele zu schützen. Ja, Blue Fire. Ich muss gerade mal gucken, wie es beschrieben wird. Reise durch die verlorene Welt von Penumbra, um einzigartige Bereiche voller unterschiedlicher Feinde, knackiger 3D-Plattforming-Herausforderungen, Quests, Sammelgegenständen und mehr zu erkunden. Und es ist ein Behind-the-Scenes-Artbooklet mit drin. Schön, eine schöne Veröffentlichung. Hab's noch nicht aufgemacht, habe ich aber vor. Und so wächst der Stapel der ungespielten Spiele noch weiter. So sieht's aus. Das ist so traurig. Ja, und wir wissen ja alle, Oktober war auch Metroid-Zeit. Metroid Dread ist rausgekommen und wir sind doch alle Feuer und Flamme dafür gewesen. Ich habe da auch das Spiel gekauft
und musste direkt loslegen. Viel zu lang war die Wartezeit vom letzten richtigen Metroid und ja, was hatte ich einen Spaß damit. Ja? Ein sehr, sehr gutes Metroid. Es ist am Ende leider nicht das, in meinen Augen, nur meine Meinung, ja, nicht das beste Metroid der Reihe, weil ich fand zum Beispiel die Emmy-Passagen nicht ganz so gelungen insgesamt. Ansonsten, glaube ich, hätte man die Welt noch ein bisschen lebendiger gestalten können. Aber trotz allem, es spielt sich sehr gut. Es ist ein schönes Metroid-Feeling gerade. Umso länger man im Spiel ist, desto besser wird das Spiel am Ende auch. Und also wirklich ein tolles Metroid, aber nicht das Beste meiner Meinung nach. Und das Ganze hier als riesige Sammlerausgabe, ja, mit dem Inhalt, da zeige ich gleich nochmal ein Bild, ja, ist ein Artbook mit drin und so Kärtchen, so schöne. Es wird auch immer die ganze Metroid-Reihe nochmal gezeigt, weil es ja auch so ein gewisser Abschluss gerade ist der Story. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Box hier mit tollem Artwork drauf. Ja, schöne, wirklich sehr, sehr schöne Veröffentlichung. Dann gab es noch obendrauf hier so ein T-Shirt, ich blende es mal ein. Nettes Sammler-Goodie, nicht mehr, nicht weniger. Und ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit Metroid. Ich denke, ihr auch. War ein tolles Spiel, ist ein tolles Spiel. Manche spielen vielleicht noch. Hab's dann am Ende so mit ein paar 80% abgeschlossen. 100% war mir dann so doof. So mal manche Abschnitte, wo man so, ja, so Geschwindigkeit aufnehmen muss und so. Das hat mich dann ein bisschen genervt. Aber alles in allem schöner Titel und sehr schöne Veröffentlichung. Habt ihr auch Metroid gespielt? Wie hat's euch gefallen? Wo würdet ihr es einordnen? Ne? War es jetzt ein starker Teil oder ein eher schwächerer Teil? Und dann, mein Herz war voller Freude, kam ja im Oktober auch endlich die Nintendo Switch Online Erweiterung mit N64 Spielen und passend dazu hat dann der My Nintendo Store diesen wunderschönen Nintendo Switch N64 Controller veröffentlicht. Ja? Ich glaube 50 € wollen sie dafür und ja, was will man machen? Ne? N64 hat ja bei mir einen sehr hohen Stellenwert. Eigentlich bis heute noch mit meiner liebsten Nintendo-Konsole. Mit den geilsten Spielen. Und ich habe am Anfang noch Zelda und die ganzen Titelchen noch mit dem Pro-Controller gespielt. Und irgendwie kam nicht so richtig das Feeling auf. Und ich fand auch die Knopfbelegung etwas seltsam. Und dann kam hier die Lieferung. Schön mit fest eingebautem Rumble-Pack hier hinten drin, also kann man nichts rausziehen, ne? Ist fest drin. Hinten lädt man auf und da sind auch die, ihr seht's, ne? Ich muss es nur so hinhalten, da wisst ihr schon, um was es geht. Ja, ansonsten fühlt er sich an wie ein echter N64-Controller. Hier und da vielleicht minimale Veränderungen, auch was den Stick betrifft. Aber ansonsten ist das ein 1A N64-Controller und die Spiele haben, auch wenn es noch ein bisschen buggy ist, das Ganze online, ja, damit einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ocarina of Time habe ich durchgespielt, Mario 64 zur Hälfte, Lilith Wars habe ich durchgespielt mal wieder und das Dr. Mario. Also ich habe schon ordentlich Zeit mit den N64 Spielen verbracht und der Controller rundet das einfach ab und ich bin auch sehr froh, sie haben das alte Rumble Pack Feeling rein. Also es ist ein, ich sage immer, das alte Rumble Pack, das haut einfach den Controller aus der Hand, so stark ist das und so ist es auch, ja. Es fühlt sich wirklich so an, auch vom Gewicht, von der Verlagerung, wie damals N64 mit Controller Pack, mit Rumble Pack dran und ja, großartig, schöne Veröffentlichung. Ich habe die 50 € dann gerne dafür bezahlt, weil der Spielspaß war sehr hoch, aber das muss halt jeder für sich wissen. Mein Herz schlägt immer fürs N64 und von daher war das halt ein Muss. Ja. Habt ihr auch schon ein paar N64 Spiele gespielt online oder habt ihr gar nicht erweitert? Kann ja auch, gab ja auch viele negative, sagen wir kritische Stimmen oder Leute, die sagen, nee, also das ist mir den Mehrpreis nicht wert, um N64 und Mega Drive Spiele zu spielen. Ja, und Freunde, wir nähern uns so langsam dem Ende. Es gab natürlich noch einiges an Merchandising. Ich würde das jetzt hier so nach und nach ein bisschen einblenden und auch noch kurz mal die Liste einfach runtergehen. Da gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Es kam also nach und nach mit rein. Fangen wir an hier mit einem Lego Super Mario Set für 14 €. Das hat mir noch, war eines der Sets, die mir noch gefehlt haben. Mir fehlen auch immer noch welche. Ich werde auch wahrscheinlich nie alle haben, aber ein paar, die mir gut gefallen, nehme ich halt doch mit. Dann gab es hier diesen süßen Kirby Plüsch, 25 Jahre Kirby
Sieht total knuffig aus. Habe ich in einem Müllermarkt entdeckt für 18 Euro. Dachte ich, komm, den gönnst du dir mal, den kleinen, den nimmst du dir mit, den Edelgnödel. Dann gab es hier günstig bei Amazon diese von Ravensburger 3D-Puzzles für, ich glaube, zusammen 20 Euro. Also auch kein großes Ding. Und dann möchte ich mich bei meinem Kumpel Mischa bedanken. Von ihm gab es hier dieses Pokémon-Sammelkarten-Päckchen hier von diesen McDonalds-Pokémon-Sammelkarten-Aktion. Ihr wisst, das war ja vor ein paar Monaten. Da hat er für mich so ein bisschen mitgesammelt, die ganzen Dinge und was da so drin war. Und hat mir dann so ein Gesamtpaket da geschenkt. Hat mich sehr gefreut und er hat, weil er weiß, dass ich auch so ein großer... Also, ja, mein Lieblings-Pokémon ist Magma schon seit jeher. Und da hat er mir einfach, weil er ja selbst auch so ein großer Pokémon-Sammelkarten-Fan ist, diese Magma-Kärtchen mit beigelegt, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Und ja, dann gab es noch obendrauf diese Fußmatte hier, Zelda-Fußmatte. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, Mischa. Hat mich sehr gefreut. Das bereichert die Sammlung ungemein. Und ja, dann... sind wir auch, glaube ich, so langsam wirklich am Ende. Ich gucke nochmal, ach nee, haha, im Oktober gab es da noch was im Zusammenhang mit Metroid. Nachdem das Spiel durchgespielt war, musste es ja irgendwie weitergehen. Und dann gab es hier bei GameStop radikal reduziert, ja, von, ich glaube, 60 Euro auf 20 runter, diesen Metroid Blaster, ja, mit coolen Soundeffekten und Lichteffekten. nicht verkehrt, Riesenkarton, ja, ich glaube so groß ungefähr, kann man sich den Arm hier so dran schnallen und dann kann man hier die Original-Blaster-Geräusche, ne, nachmachen, also schönes Spielzeug, ja, schönes Spielzeug, schöne OVP, ihr habt es gesehen. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein, die letzte Pickups-Folge für das Jahr 2021. Ich muss jetzt erstmal den Umzug hinter mich bringen. Ich hoffe, das geht alles reibungslos über die Bühne. Und dann geht es im nächsten Jahr weiter mit frischen Pickups. Ja, so viel sei gesagt. Wir holen das noch auf mit November, Dezember, Januar. Das kriegen wir schon alles gewuppt. Und ansonsten laden wir natürlich weiterhin ordentlich Videos hier bei Telekonga hoch. Ja, aber klickt auf jeden Fall mal in alles rein. Ne? Wir haben ja auch ein neues Design. Ich glaube, das ist mein erstes Video sogar mit dem neuen Design. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, empfehlt uns gerne weiter. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ihr wisst, die ganzen Sachen kosten ja nichts. Und ja, unterstützt uns auf jeden Fall. Wir danken euch ganz herzlich. Und jo, dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit. Und falls man sich nicht mehr hört und sieht, schon mal eine schöne Weihnachtszeit und schöne Weihnachten, guten Rutsch, was auch immer. Ja, ich bin dann erstmal raus. Auf Wiedersehen. Bleibt gesund. Bis 2022. Tschüssi.